Willkommen zurück, liebe Paare. Wir sind bei Tipps und Tricks. Ich habe euch in den Standardtänzen gezeigt, wie ihr in einer offenen Position anfangen könnt zu tanzen, damit ihr wie die Profis ausseht. Ne? Aber was ist der Unterschied? Startet ihr aus einer geschlossenen Position und geht los, dann sieht der Schritt kleiner aus, als wenn ich aus einer offenen Position denselben Schritt machen würde. Sieht gleich viel voluminöser aus. Voluminöser ist in unseren Augen, boah, der bewegt sich toll, sieht gut aus. Und damit ist das etwas, was ihr bevorzugt. Das heißt, diese geschlossenen Positionen sind die, die ihr in der Tanzschule zu Beginn lernt, die auch wichtig und gut sind als Startposition, aber irgendwann kommt wahrscheinlich mal ein Punkt, wo ihr das verändern möchtet. In diesem Video geht es nicht um die Standardtänze, die habe ich einzeln schon mal abgedreht. In diesem Video geht es um Cha-Cha und Rumba, weil nicht alle Lateintänze solltet ihr identisch beginnen. Die sind ein bisschen anders als die Standardtänze. Die sind noch ein bisschen individueller, die Lateintänze. Deswegen gehe ich in diesem Video erstmal auf Cha-Cha und Rumba ein. Im Cha-Cha und Rumba ist der Klassiker für die offene Position der sogenannte Open Hip Twist. Ihr findet das Ganze auch unter meinen Playlists, unter den Figuren der Lateintänze. Da habe ich den Open Hip Twist für euch auch abgedreht und auch mehrere Kombinationen unter Figurenfolgen der Lateintänze. Schaut da gerne rein. Aber ich zeige euch das einmal. Ich starte als Herr. Im Open Hip Twist, ich bin im Cha-Cha-Cha. Habt ihr, stellt euch so auf, dass ihr das rechte Bein nach hinten ausstreckt. Ihr steht über links, Füße leicht ausgedreht. 1, 2, 3, 4 und 1. Open Hip Twist, Cha-Cha und führt die Dame zum Beispiel in den Fan. Ich zeige es nochmal mit dem Rücken zu euch. Ihr beginnt in einer offenen Position. Ja? Rechter Fuß nach hinten. 1, 2, 3. Cha-Cha-Cha. Open Hip Twist, Cha-Cha-Cha und in den Fan, Cha-Cha-Cha. Ja? Und schon seid ihr dort drin. Das ist die offene Position für den Herrn und dasselbe dann identisch in der Rumba, nur dass ihr einen Startschritt habt, entweder auf 4-1 oder einen schnellen auf 1 und auf 2-3-4-1 den Open Hip Twist. Klassiker. Ja? Ich glaube, das tun die meisten auch schon von euch. Daher so ein bisschen ein No-Brainer, aber ich möchte es trotzdem einmal erklären. Für die Dame bedeutet es, dass sie den linken Fuß vorne hat. Ihr geht im Cha-Cha in ein 4 und 1 in den Hip-Twist, in den Open, Cha-Cha-Cha und könntet in den Fan hineingehen und werdet im Fan drin. In der Rumba wäre das so, dass ihr ne, linker Fuß auch vorne habt. Herr steht hier, ne? Ihr seid der Herr vor euch, ihr geht mit dem linken Fuß rück und in den Open Hip Twist rein und werdet dann in den Fan und könntet darüber gehen. Das heißt, offene Position in Cha-Cha und Rumba aus der Figur Open Hip Twist gestartet mit einem Startschritt in der Rumba oder einem Cha-Cha-Cha im Cha-Cha. Viel Spaß beim Üben!